So. Ich bin ein freundlicher und ein diplomatischer Mensch, genauso wie Sie. Ich stelle mich sogar vor. İlhan Bükrücü mein Name, bin Lokalpolitiker in dieser Stadt. Ich bin Stadtverordneter in der CDU. Ich bin Moslem. Wir sind sehr bemüht hier für ein Miteinander. Und das klappt hier auch. Und durch solche Leute wie Sie kriegen wir Probleme damit. Und ich kann hier nur vor... Und ich kann allen Leuten hier sagen, wenn die sich alle umdrehen, nach Hause gehen, dann können sie plappern, wie sie möchten, dann reden sie in die Leere. Das, was sie machen, ist ein Scheiße ohne Ende. Sie sind bei der CDU. Würden Sie auch dafür eintreten, den politischen Islam zu verbieten? Ich diskutiere gar nicht mit Ihnen. Sie sind ein freundlicher Mensch, oder? Ja, ich würde mir jetzt wünschen, wenn das alle Leute sich hier umdrehen, nach Hause gehen, ihre Sachen nachgehen, dann können sie plappern, wie sie möchten. Schauen Sie, ich war früher Pressesprecher bei der CSU. Also das war ein CDU-Lokalpolitiker. Er weigert sich zu sprechen. Also Freunde, ich war früher Pressesprecher bei der CSU München, bei der Franz-Josef-Strauß-Tochter Monika Hohlmeier. Hier ist ein CDU-Politiker, der sich weigert, mit einem Journalisten zu reden und über das Thema politischer Islam zu reden. Die CSU hat das Verbot des politischen Islams ebenfalls formuliert. Und Sie als CDU-Lokalpolitiker weigern sich, über dieses Thema zu reden. Sie haben sich deklassiert als CDU-Lokalpolitiker. Ja? Glänzender Auftritt, kann man nur sagen, die CDU tut sich mit solchen Abgeordneten keinen Gefallen. Er hat gezeigt, dass er dem Islam mehr verpflichtet sich fühlt als seiner Partei, die CDU. Und das ist etwas, was wir am Fließband in Deutschland bemerken.